Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und wer hat hier eine Kiste gefunden? Der Zero hat hier eine Kiste gefunden. Ja, ich bin ganz feiner. Ups, das war falsch. Das machen wir auf. So, was kriegen wir denn? Oh, ich habe das Gewehr freigeschaltet. Also nicht nur ein Stück, sondern alles. Cool. Das gucken wir uns an, sobald wir ein Lagerfeuer finden. Pfeile nehmen wir natürlich mit. Natürlich können wir nicht so viel tragen. Okay, wir hatten ja doch noch eine Nebenmission, ne? Wo ist die denn? Oh, da ganz rechts. Okay, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Erstmal. Yay! Hä? Nein! Bist du gut oder böse? Trinity wird bald hier sein. Du bist gut, okay. Wo läufst du hin? Ach so. Da geht's los. Na, das ist das Ding. Ich wollte schon sagen, ich komme an und der läuft weg. Stink ich oder was? Nee, 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 der bereitet sich nur auf den Krieg vor. So, und wir. Ist das ein Wildschwein? Habe noch kein Wildschwein gesehen, ich kann da nichts dazu sagen. Und das hier, was ist das? Ach, eine heiße Quelle, okay. Verbündeter in der Nähe? Wo? Weißt du, die sagen mir jedes Mal Verbündeter in der Nähe, aber man weiß einfach nicht, wo der ist. Ach, da! Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ja, klar. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Okay. Ich hoffe, ich kriege auch ein bisschen was dafür. Oh! Das war vielleicht ein bisschen zu knapp. So, Bären können wir nicht haben. Na, Warzenschwein. Ups, ich glaube, ein Pfeil hätte genügt, oder? Läuft auch nur weg. Wie kann ich den nicht treffen? So. Habe ich zwei Pfeile einfach in den Wind gesetzt. Ist unglaublich, ne? Oh, Herausforderungsgrab. Wo das denn? Das hier? Den haben wir doch schon gemacht. Wahrscheinlich meinen sie den hier. Den da oben haben wir schon gemacht. The fuck? Okay. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Und ich werde jetzt ganz kurz mal. Na. Na, mach es. Tu es. So. Das war übrigens mein Tablet. So. Jetzt ist Stille. Na gut. Achso, da unten ist auch noch ein Krypteneingang. Ach, hier ist unsere Mission, ne? Höchstwahrscheinlich müssen wir hier in die Mission rein. Ah, gut, ich kapiere, ich kapiere. Aber hier ist doch nur eine Höhle. Gehen wir in die Höhle. Glaub nicht, dass das ein Herausforderungsgrab ist.
Ansonsten ist es sehr schlecht markiert und ja, hier sehen wir mal nichts. Ist ja der Wahnsinn, du. Ich bin mit allem überfüllt. Ist echt nicht gut, Freunde. Ist echt nicht gut. Muss mir Sachen entsetzen. So, okay. Das war Nummer 1. Sollte ich zu ihr gehen? War meine Quest, dass ich zu ihr gehen muss und ihr helfen sollte? Ich glaube schon, ne? Ja, stimmt. Ich sollte genau hier hin. Na gut. Oh. Fanta, Freunde. Naja. Oder Tiger, das war ein Tiger, ne? Ich glaube, das war ein Tiger. Haben Sie vor, noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ich arbeite noch daran, aber ja. Oh, hier liegen überall Trümmerteile von den Viechern, ne? Okay. Ich schaue der ganzen Nummer nicht. Hier muss irgendwo dieser Tiger sein. Ich sehe die Drohne. Oh Gott! Wo sind? Hallo Tija. Tija. Wo bist du hin? Okay. Die Musik war ein bisschen krank. Ja, du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Heilige Nummer. Nein. Das Viech hat mich fertig gemacht. Haben Sie vor, noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ich arbeite noch daran. Okay, aber ja. Okay. Das gibt Rache. Es gibt Rache. So, wo ist das Viech? Ich hol jetzt mal meinen Bogen raus. Dann vergifte ich es einfach. Oh, oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, ich habe es getroffen. Du musst vergiftet sein. Okay, hier ist Nocker. Wer hockt sich hier hin? Man genießt den Typen. Wo bist du? Nein, wo bist du? Ah, da ist er! Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Nein. Habe ich nachgeladen? Alter, du Kackviech! Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, keine Munition mehr. Oh. Komm her! Doch, ich hab mal.
Du bist ein Luchs. Oder so ähnlich. Ich weiß, deine Ohren sind ein bisschen spitz. Oh. Oh Gott. Du machst mich fertig, ey. Du machst mich fertig. Ich hab alles verbraucht, was ich hatte. Ganze Munition, alles für diese komischen Looks. Oh. Okay, macht nichts, jetzt sind wir übrigens auf Pfeile angewiesen. Sagen wir es so. Und wir klettern einfach mal hier hoch, weil ich es kann. Keine Ahnung, was es mir bringt. Boah, eigentlich mal nichts, ne? Ach, da war dieser Lux drauf, okay. Ja, ist natürlich schön, dass ich darauf klettern kann, aber es bringt mir nichts. Also absolut nichts. Naja, kümmern wir uns um die Drohnen. Habe ich gerade einen Hund gehört? Vielleicht waren das ja die Kinder von diesem Luchs. Wer weiß. Soll ich verrecken? Nein, ich bin noch nicht so böse. So, ich baue natürlich neue Pflanzen, weil ich so ein Pack genommen habe von mir. Ja. Das waren nur drei. Ja. Der nächste ist ja gleich in der Nähe, ne? Ja, müsste hier sein. Ja, ich hab ihn. Ganz schön schwer zu sehen, diese Dinger. So, soll ich jetzt die Quest wieder abgeben? Ja. Jetzt kriegen wir Schönes dafür. Beim letzten Mal haben wir dafür sowas einen Dietrich bekommen. Ich bin gespannt, ob wir wieder etwas Nützliches bekommen oder ob das das einzige Mal sein wird, dass wir etwas Nützliches bekommen, weil wir denen helfen. Ich muss mich nur erinnern, wo sie ist. Da. Hab sie. Haben Sie sich um den Rest dieser Maschine? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Alter Hornbogen. Alternative Waffen. In der Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat einzigartige Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über exklusive Upgrade-Optionen. Alternative Waffen können in Basislagern über das Waffenmenü eingesehen werden. Weiß ich doch. Hoppla. Ich will nicht schlagen. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Wahrscheinlich ist das nur so eine kleine Pfütze, wo mal ein krankes Tier reingefallen ist und es auf wunderbare Weise wieder auferstanden ist. Höchstwahrscheinlich eine Schlange, die im Winterschlaf gefallen ist. Und dann im Sommer ist sie aufgewacht und sie dachten sich, sie lebt. Das kann nicht sein, sie war tot. Oh mein Gott. Oder noch besser, ein Junge hatte eine kleine Maus. Und eines Tages hat er mit der Maus gespielt und sie erschreckt.
Und dann ist die Maus in sich zusammengeklappt. Quasi einen Schreck bekommen. So. Maus natürlich umgekippt. Aber nur ohnmächtig. Nicht tot. So. Hat gedacht, okay, ich beerdige dich. Im Wasser. Und plötzlich war sie wieder lebendig. Weil sie das Bewusstsein wieder erlangt hat. Wegen des nassen Wassers. Und schon entsteht eine Legende der unsterblichen Quelle und so ein Kram. Was? Ich hab doch das Grab gemacht. Hör auf, mich zu nerven. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Hallo. Ich grüße Sie. Jo, hi. Ich grüße Sie. Was? Wieso? Wolltest du reden? Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Oh, hallo. Na, die Quelle. Ist doch ganz klar, oder? Oh, Munition, ja. Wir wissen nicht, welche Rüstung die Eindringlinge tragen. Ich weiß nicht, ob wir sie damit durchschlagen können. Wenigstens haben wir dieses Mal ein paar Gewehre. Sie sind doch mit Jacob gekommen. Ja, Mister, ich bewege meinen Mund nicht, währenddessen ich rede. Wir gehen die Federn aus. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ja, das heißt, wir gehen direkt mal weiter. Bis... Okay, anscheinend können wir nur eine Nebenquest zur Zeit ausfüllen. Genau. Zur Zeit ausführen. Nein, zur Zeit ausführen. Gut, dann rennen wir da nochmal hin. Will nämlich das andere Geschenk auch noch haben. Anscheinend geben die echt nützliche Sachen. So, die Frage ist, welchen Turm meint er? Meint er den da hinten? Höchstwahrscheinlich. Sie ganz kaputt, ne? Lara, darf ich mit Ihnen sprechen? Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Nahrung und Obdach für die Kampfunfähigen. Aus gedörrtem Wildschwein und Pilzen machen wir Notrationen. Es schmeckt besser, als es klingt. Aber ich schaffe es wohl nicht, genug zu sammeln. Wenn Sie ein Wildschwein finden und erlegen und auch die anderen Zutaten beschaffen könnten, hätten wir Nahrung für alle. Zumindest für einen weiteren Tag. Ja, Jäger-Outfit, ja, komm. Ich warte hier. Und vielen Dank. Für ein Jäger-Outfit kann ich das mal machen. Och Mann, aber ich habe die Wildschweine doch getötet. Ja, wer ist dann wieder am Leben? Und wen kann ich nicht treffen? Ja, genau. Dich, du kleines, putziges Viech. In your Hintern und in your Face. Okay. So, Wildschweinfleisch. Und Wildschweinfleisch. Gut, dann gib mir mein neues Outfit. Also wenn ich gleich wieder ein neues T-Shirt bekomme, ne? Dann drehe ich aber durch. Wie läuft die Jagd? Reicht das? Ja, ja. Dann werde ich das Fleisch mal dürren. Aber das müsste reichen. Vorerst. Nochmals danke, Lara. Ich habe gern geholfen. Okay, leider
Ist nirgends von Lagerfeuer in der Nähe. Ich kann es also noch nicht ausprobieren. Das werden wir dann die Tage ausprobieren, wenn wir Lagerfeuer gefunden haben. So, und da hinten müssen wir jetzt also hin, ja? Die Höhle ist nicht verzeichnet. Ach, ich war hier schon mal drin. Das ist doch das Ding mit dem Wildschwein. Ja. So. Ding nochmal aufgespießt. Und wieder mal ein bisschen Fell bekommen. Das ist gut. Das können wir gut gebrauchen. Okay. Ich sehe schon, der Turm ist ein bisschen mit einem Rätsel verbunden. Wir müssen sehr viel klettern. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Und ich vermute mal, wir müssen in diese Richtung. Es sieht verdammt gefährlich aus. Ja. Haut rein, euer Zero. Tschüss.